und herzlich willkommen zu diesem besonderen Video, denn ich wurde für den 30-Fragen-Tag getaggt und falls ihr nichts verpassen wollt, dann bleibt doch gerne dran. Und ja, wie ihr vielleicht gerade schon im Prä-Intro gehört habt, wurde ich für den 30-Fragen-Tag getaggt vom lieben Gauss HD und vom lieben DAT-LP. Und ich habe mir gedacht, klar, warum nicht? Und ich erkläre euch einfach mal, worum es hier geht. Wie der Titel schon sagt, heißt es 30-Fragen-Tag, denn mir werden 30 Fragen gestellt, also solche Aussagen, zum Beispiel Kino oder DVDs, und ich muss mich für eines entscheiden. Und ja, darum geht es. Ich habe hier jetzt 30 Fragen vor mir und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, die erste Frage ist Laptop oder Computer? Ja, ich mag eher Computer. Ich finde auch Laptop, na klar gibt es gute Laptops, aber ich mag einen Computer, der an einer Stelle steht und den man dort immer bedienen kann. Ja, also Computer ist meine Antwort. Dann zweite Frage ist McDonald's oder Burger King? Ich gehe lieber zu Burger King, da schmeckt es mir eigentlich besser. Also ich finde die Burger einfach besser, also ja, Burger King. Dann, Deo-Roller oder Deo-Spray? Eher Deo-Spray, weil wenn du mit dem Deo-Roller, wenn du ja schwitzt, dann tust du es ja einreiben dort dann mit dem Deo-Roller. Und bei der nächsten Verwendung machst du das gleiche und hast den ganzen Schmodder da. Also ich wäre eher für Deo-Spray. Dann, nächste Frage ist Äpfel oder Erdbeeren? Ja, bin ich ganz klar für Erdbeeren. Finde ich einfach besser. Katzen oder Hunde? Ich mag eigentlich beides gerne, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich einen Hund nehmen, genau. Dann blond oder braun? Ja, braun, denn ich bin selber braun und also meine Haarfarbe selber braun und ja, da bin ich für braun. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Mag ich eigentlich beides. Herzhaft macht laut mehr satt und süßes Essen schmeckt. Ich nehme jetzt einfach mal herzhaftes Essen, das mag ich lieber. Lego oder Playmobil? Also früher, als ich ganz klein war, habe ich immer nur mit Lego. Eigentlich habe ich mit beiden gespielt, aber bei Lego ist, man kann nur viel kreativer sein. Kannst du alles machen, so wie du es möchtest. Und bei Playmobil hast du da deine Vorlagen. Also ich würde mich für Lego entscheiden. Nike oder Adidas? Oh Gott, das ist eine schwierige Frage, denn ich habe von Adidas habe ich viele Klamotten, aber von Nike habe ich meine Fußballschuhe, da ich auch noch Fußball spiele. Aber ich würde mich jetzt eher für Adidas entscheiden. iPhone oder Samsung Galaxy? Ist ganz klar iPhone. Party oder chillen? Chillen. Dann Subway oder KFC? Ich muss gestehen, ich war noch nie im Subway und deswegen würde ich jetzt KFC nehmen. Links- oder Rechtshänder? Ja, ich Rechtshänder bin, nämlich ganz klar Rechtshänder. Cola oder Fanta? Cola oder Fanta, ich finde eigentlich beides richtig lecker, aber ich würde mich dann doch für Cola entscheiden. So, nächste Frage ist Horror oder Liebesfilme? Ist ganz klar Horror, weil Liebesfilme, naja, Schnulze, sage ich da bloß. Nintendo oder PlayStation? Bin ich auch für PlayStation. PlayStation hat viel bessere Grafik, finde ich. Viel mehr Spiele und Nintendo finde ich die Grafik halt jetzt nicht toll. Ich habe echt viel Nintendo gespielt, so Pokémon habe ich immer gespielt. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre ich ganz klar für PlayStation. Canon oder Nikon? Also ich kenne mich da jetzt eigentlich gar nicht aus, aber da meine Eltern, die haben gar nichts dabei. Canon oder Nikon? Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Canon, hört sich besser an. Also habe ich wirklich keine Ahnung. So, dann Kino oder DVDs. Finde ich natürlich beides klasse. DVDs hat man halt immer da und kann man schauen, wenn man möchte. Aber Kino ist dann auch so einzigartig, weil du siehst ja den Film, den vielleicht andere noch nicht gesehen haben. Das ist auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn du da drin hockst. Ich wäre eher für Kino. Ja, ich bin für Kino. Weihnachten oder Geburtstag? Das ist auch eine interessante Frage, aber ich wäre für Weihnachten, denn da hockt man halt mit der ganzen Familie zusammen und super Stimmung immer und ja, man bekommt auch Geschenke, also deswegen, ja, ganz klar Weihnachten. Zocken oder Skaten? Da ich nicht skate, sage ich jetzt einfach mal zocken. Also, nee, skaten tue ich nicht. Nacht oder Tag? Es kommt jetzt drauf an. Tag kann man halt viel mehr Sachen machen, Nacht schläfst du halt. Ich finde eigentlich beides cool, wenn du dann tagsüber irgendwas machst und dann bist du abends total müde, dann magst du es nur noch ins Bett legen. Und Tag oder Nacht? Jo, das ist eine Frage. Aber ich glaube, ich würde mich eher für
Nacht oder Tag? Leute, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich finde eigentlich beides richtig cool. Ich nehme einfach beides, obwohl es nicht geht. YOLO. Beziehung oder Single? Da ich eh Single bin, sage ich jetzt auch nochmal Single, ne? Disney oder Looney Tunes? Ja, wer jetzt Looney Tunes nicht kennt, Disney kennt ihr wahrscheinlich alle, aber Looney Tunes sind ja dann solche, sind zum Beispiel, was ist denn? Looney Tunes ist Bugs Bunny und so und Bugs Bunny, Pinocchio, das ist glaube ich Looney Tunes. Also ich wäre aber für Disney, das ist Donald Duck und so, Mickey Mouse habe ich eh immer gelesen, finde ich richtig cool, also wäre ich für Disney. Apple oder Microsoft? Gute Frage. Apple ist ja nicht so fürs Gaming geeignet, sondern eher für so Arbeiten am Computer, zum Beispiel jetzt Word, also solche Dokumente, Tabellen erstellen, Formulare und Microsoft, da kannst du das gleiche zwar auch machen, aber ist auch eher auch fürs Gaming geeignet und bei Apple kannst du auch nicht alle Programme nehmen, deswegen wäre ich jetzt einfach mal für Microsoft, weil ich habe selber Microsoft und für Microsoft einfach gut. So, Baden oder Duschen? Ganz klar Duschen. Ich bade fast nie, ich dusche meistens nur. Deswegen wäre ich da jetzt für Duschen. Batman oder Spider-Man? Batman oder Spider-Man? Auch so eine Frage. Ich glaube, ich wäre für Spider-Man. Ich finde den einfach witzig, Spider-Man. Ja, ich wäre für Spider-Man. Dunkin' Donuts oder Starbucks? In Dunkin' Donuts war ich noch nie. Und deswegen würde ich jetzt Starbucks. Starbucks war ich sehr oft, auch in der Klassenfahrt in England. Waren wir sehr oft in Starbucks, deswegen ganz klar Starbucks. Gestylte Haare oder Mütze? Ich style meine Haare eigentlich immer, fast immer. Und Mütze trage ich eigentlich nie, also ganz klar gestylte Haare. Manga oder Comics? Ganz klar Comics, Manga habe ich noch nie gelesen, will ich auch nicht lesen. Also ganz klar Comics. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Und ja, bitte bei dieser Frage möchte ich wissen, was ihr dazu hält, YouTube oder Fernsehen, ab in die Kommentare. Denn ich bin für YouTube. Denn ich schaue schon Fernsehen, aber ich schaue mehr YouTube und deswegen wäre ich dazu. Ja, Leute, und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, war es das mit dem 30-Fragen-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr lieber mögt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ein Like würde mich sehr freuen. Und yo, ciao.